Heute zeige ich euch die Größe des Kofferraums beim Mercedes C81 Sport Coupé. Also das ist der Kofferraum jetzt, wenn der Sitz noch nicht umgeklappt ist. Er hat eine Tiefe von ca. 77 cm und eine Breite innen von ungefähr, einen Moment, ich muss gerade hier das Maßband richtig hinlegen, so 1,5 Meter. Die Ladekante ist 15 cm hoch. Und die Ladeöffnung im unteren Bereich so 75 cm. Und im oberen Bereich sind es 1 Meter. Innen hat er eine Höhe von 46 cm bis zur Ablage. Ich werde nur die Rücksitze einmal umklappen. Dazu werde ich die Ablage entfernen. Ich klappe jetzt einmal den Rücksitz um, und zwar im Innenraum erst einmal die Sitzfläche, indem ihr an diesem Hebel hier zieht, wird diese nach oben geklappt. Die Rücksitzbank ist zweigeteilt. Die Rücklehne, da ist hier oben ein Hebel. Die kommt dann nach vorne. Und genau so dann mit der anderen Seite. Die Ladefläche ist ungefähr 1,50 lang. So circa 74 cm hoch. Es ist fast eben, wie ihr hier sehen könnt. Man kann also viel in diesen Wagen hineinpacken. Ja, und jetzt das Ganze wieder rückgängig. Die Rücklehne wieder hochklappen, dass sie einrasten, den Sitz wieder nach unten und das auf der anderen Seite auch. Ja, und das war's auch schon. Jetzt habe ich euch einmal die Größe des Kofferraums gezeigt. Da das oft nicht beschrieben ist und viele gerne wissen wollen, bevor sie ein Auto kaufen, wie groß der Kofferraum ist. Ich hoffe, euch war mein Video hilfreich. Bis zum nächsten Mal dann und ciao.